Ja, willkommen zurück. Heute wollen wir uns mal den aktuellen Entwicklungsstand von Subnautica angucken. Das ist nämlich jetzt aus dem Early Access rausgekommen und jetzt quasi eine Vollversion. Also ein Release. Und dann wollen wir mal schauen, was sich da getan hat. Ich habe ja vor einiger Zeit hier schon mal Subnautica gespielt, jetzt noch nicht ein Video gemacht, aber ja, es ist schon eine ganze Weile her. Also wenn ich mich ein bisschen ungeschickt anstelle, liegt es daran, dass noch die Steuerung mir erst wieder vertraut werden muss. Also schauen wir mal, wie es so läuft. Starte ein neues Spiel. Klar. Überleben. Strand auf einem gefährlichen fremden Planeten, nutze Rohstoffe, kämpfe Hungerdurst, um zu überleben. Wieder Überlebensmodus und Hunger und Durst. Das klingt gut. Baue alles ohne Einstrengung, weil wir nicht mehr machen. Freies Spiel. Also überleben, ohne dass wir was essen müssen und trinken. Also, auf geht's. Level wird geladen. So, also die Ladezeit ist ziemlich lang, über eine Minute, deswegen habe ich es ein bisschen zusammengeschnitten. Jetzt haben wir einen schwarzen Bildschirm und jetzt geht's los. Weiter mit der Beliebig-Taste. Raumschiff ist explodiert. Hey. Oh, es brennt. Kann man nicht das Feuer löschen? Nur das Feedback-Menü. So, Feuerlöscher nehmen. RT den. Wow. Gut. Das hätten wir schon mal. Na, dagegen klopfen hilft manchmal. Starte Notfallmodus. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive, to keep you alive on an alien world. Please refer to the data bank for detailed survival advice. Good luck. Okay, zum Öffnen schließen soll ich diese Taste drücken. Sehr gut. Zum Auswählen der Schnellzugriffsplätze. Okay, ich habe jetzt so einen Feuerlöscher auf der 1 sozusagen. Ich versuche es mal mit Controller zu spielen. Medikit-Fabrikator. Da kann ich praktisch Medikits herstellen. Gucken wir mal rein. Medikit nehmen. So. Reparaturwerkzeug benutzen. Da kann ich den Rettungsfrachtbehälter öffnen. Klingt gut. Was haben wir da drin? Ah, hier drüben. Eine Leuchtfackel. Und die kann ich im Behälter wechseln, also ich kann sie zu mir tun. Dann haben wir gefiltertes Wasser. Und einen Nährstoffblock. So. Gut, gehen wir. Ach, da sind Nachrichten, die wollen wir auch mal anschauen. Du hast eine leichte Gehirnerstellung. Okay. Was hat dieser Abspielpfeil bedeuten? Mal kurz auf der Maus gewechselt. Der hat nichts zu sagen. Gut. Also wieder. Ach so. Da wird es vorgelesen. Beschädigte Fabrikator benutzt. Ressourcen. Ich habe nichts. Ich brauche, glaube ich, Rohstoffe, um irgendwas herzustellen. So, und hier. Da brauchen wir Reparatur. Solarenergiezelle ist noch aufgeladen, aufgeladen, aufgeladen. Warnung, Test der Schaltkreise. Also da ist alles Mögliche kaputt. So, gibt es noch irgendwas, was wir hier benutzen können, außer der Leiter? Da hinten ist noch ein beschädigter Kommunikator.
So, na gut, dann benutzen wir mal die Leiter und schauen uns das Ganze mal an. Oh. Okay. Raumschiff ist wohl abgestürzt. The Aurora suffered orbital hull failure. Cause unknown. Zero human life signs detected. Okay, Rumpfschaden. Was auch immer da passiert ist, es ist nicht gut. So, kann ich jetzt hier runterklettern? Leiter benutzen. Achso, dann komme ich wieder hoch. Will aber gar nicht hoch, ich springe jetzt mal ins Wasser. Hoppala. Weil dafür steht ja Subnautica, da gibt es eine Unterwasserschleuse. Zerbrich den Kalkstein. Wie zerbreche ich denn den? Mit bloßen Händen. Da sieht man meinen Sauerstoffvorrat. So, erstmal sehen, wie man hier auftaucht. So. Gut, also wir sehen hier viele Fische. Und ich hole erstmal Luft, bevor wir hier gucken, ob wir was aufsammeln können. So. Da ist doch irgendwas. Teile. Metallschrott. Sehr gut. Und das da? Säurepilz. Wer weiß, wofür man den mal braucht. Gibt es noch mehr? Es gibt noch mehr Metallschrott sicherlich. So, und das? Eine Frachtkiste. Vielleicht ist da was drin. Okay, geht's erstmal hoch, das gucken wir uns gleich wieder an. So. Also die kriegt man irgendwie nie auf. Vielleicht kann ich da später was damit machen. Riesen, Röhren, Koralle. Blasenfisch. Was kann ich denn mit dem Fisch machen? Ich habe ihn wieder schwimmen lassen. So. Also wir sammeln erstmal ein bisschen Ressourcen ein. Gucken, was das hier ist. Tischkoralle. Vielleicht können wir ja schon was bauen oder müssten mal gucken, was wir eigentlich brauchen. Hier ist eine Höhle. Ah, die Kristalle sehen nützlich aus. Ah, muss aufpassen, dass hier nichts Gefährliches rumschwimmt. Okay, also man kann sich ja dann eine Sauerstoffflasche bauen, quasi. Und dazu muss man ja alles Mögliche einsammeln. Kreaturenei. Drücken zum Anschauen. Fremde Eier. Es gibt Hinweise, dass die meisten, wenn nicht sogar alle einheimischen Tierarten durch Eiablage von Meeren Eier können auf dem Meeresboden liegend unter Geröll begraben und sogar in Felsspalten eingeklemmt gefunden werden. Verschiedene Arten bevorzugen wahrscheinlich verschiedene Biome als Nistplätze. Eier, die in freier Wildbahn entdeckt wurden, befinden sich in einer Form von natürlicher Stase und warten wahrscheinlich, muss ich erstmal wieder raus und hochschwimmen. Oh oh. So, also lesen wir jetzt nochmal. Alien life forms may have unexpected applications. Okay, das war nicht das, was ich wollte. Ich suche jetzt diese Nachricht. Fremde Eier, da. Ach so.
da geht's weiter. Warten wahrscheinlich auf die ideale Bedingung zum Ausschlüpfen oder auf die Abgabe eines entscheidenden Enzyms, das den Prozess in Gang setzt. Es ist unmöglich, die Tierart eines Eis von außen zu ermitteln. Jedoch kann es möglich sein, eine Schlüpfreaktion zu stimulieren, wenn ein Ei in einen geeigneten Lebensform-Zuchtbehälter verlegt wird. So, jetzt gucken wir mal, was wir an Bauplänen haben. Handscanner. Erfasst, ne? Was brauchen wir denn dazu? Steht nicht, was wir dazu benötigen. Reparaturwerkzeug, ne? Was muss, wie man es macht. Und jetzt gucken wir mal oben, was man noch. Fotogalerie. Ich kann Screenshots mit dem rechten Trigger machen. Okay. Dann Rettungskapsel. Kann man sicherlich orten. So, Grundmaterialien. Also, ich habe Metallschrott. Mal sehen, was man daraus machen kann. Und hier sieht man meine Sachen, die ich im Inventory habe. Ich tauche nochmal ab. Hier sieht man, was ich alles später mal haben kann. Ne? Hier drüben auf der anderen Seite. Taucherbrille, Taucheranzug und so weiter. So, es wird langsam finster. Zum Glück scheinen hier noch keine gefährlichen Lebensformen rumzuschwimmen. Was für Gras? Windegras. Okay. Blaupalme. Da vorne ist unser... Ja, also mit dem Controller steuert sich ganz gut. Es wird langsam finster. Ja, ja. Das Ding qualmt immer noch. Ich hoffe, ich habe es genug gelöscht. Gehen wir erstmal wieder an Bord, würde ich sagen. Also von, diesmal steigen wir von unten ein. So. Hier ist der Fabrikator. Den gucken wir uns jetzt mal an. Ressourcen, Grundmaterialien, Titan und Glas. Grundmaterialien, aha. Und hier persönliches 1. Auftriebskörper, Notfallauftriebskörper. Trend is consistent with damage to the Aurora's drive core sustained during planet fall. Okay, Strahlungsanstieg. So vorsichtig sein. Auftriebskörper, hier steht, was man dazu alles braucht. Ne? Feldmesser können wir gebrauchen, da brauchen wir Silikongummi, wo immer das herkommen soll. Taschenlampe, Reparaturwerkzeug, Höhlenschwefel und Silikongummi. Wo kriegen wir Silikongummi her? Titanhammer. Beziehungsweise machen wir uns jetzt aus dem Metallschrott. So. Und Glas können wir aus dem Quarz machen. So, jetzt haben wir hier oben was. Noch ein bisschen mehr Titan. So. Jetzt müsste man ja sehen. Standard-Tauchflasche. Können wir bauen. Wir können wieder einen Feuerlöscher bauen. Eine Leitung. Und eine schwimmende Luftpumpe. Könnten wir für Leitungen nehmen. Und das hier unten, Geräte. Wasserdichter Behälter. Also, ich würde mal sagen, wir bauen uns eine Standard-Tauchflasche. So, da ist er. Tauchflasche mit hoher Kapazität. Können wir jetzt bauen. So, aber jetzt gucken wir erstmal in unser Inventar. Ja, und da ist die Tauchflasche angelegt, ne? So. Was haben wir alles in unserem Inventar? Ein Haufen Titan, ein bisschen Glas und ein Haufen anderes Zeug. So, wir haben praktisch einen neuen Bauplan gekriegt. Also das war das mit den Strahlungswerten, ist okay. Gut, also. Gehen wir erstmal wieder. Es ist wahrscheinlich immer noch Nacht. Und suchen wir mal, ob es hier noch Rohstoffe gibt.
haben wir mehr Sauerstoff. Man sieht 72 und man hört auch, wie ich durch das Ding atme. Machen wir noch 2 Säurepilze. Ich weiß zwar nicht, wozu die gebraucht werden. Wir müssen was aus einer Höhle finden. Ne? Da waren ja die Kristalle, aber... sehen, ob das hier an der Wand... Ne, das war eine Lebensform. Tischkoralle. Ich bräuchte halt mein Hilfswerkzeug. Muss ich mal eins bauen? Säurepilz schon wieder. Ich brauche nicht so viele Säurepilz. Ich brauche mal vernünftige Rohstoffe. Da unten geht es noch tiefer rein. Ah, eine Taschenlampe könnte ich auch gebrauchen. Okay, dann hoch. Ah, wir können schon mal ein bisschen länger unten bleiben. Das ist schon mal gut. Jetzt suche ich halt Rohstoffe. Also ich kenne mich ja auch nicht so genau aus. Ich will es ja erstmal nur anspielen. Kann mich auch später belesen und dann alles richtig machen, wenn ich hier mal wieder weiterspiele. Aber bis dahin... beim ersten angespielt bin ich praktisch unvoreingenommen und habe keine Ahnung. Was war das? Okay, es wird Tag. Und ich höre seltsame Geräusche, vielleicht von diesem Vieh, was da hinten schwimmt. Da muss man besuchen. Okay, danke. Aha. Okay, so eine Art Manati oder was das darstellen soll. Hier sind gelbe Wolken, die sehen wir uns gleich mal an, wenn wir wieder nachgefüllt haben. Der wohnt wahrscheinlich hier, der schwimmt hin und her. So. Säurepilze. Meint die Höhle rein. Weiß ja nicht, ob der friedlich ist, dass da gerade geschwommen kommt. Ah, da ist noch, sind noch Kristalle. Quarze. Und das da? Kupfer. Juhu. Darf nicht zu weit in die Höhle reinschwimmen. 30 Sekunden. Na. Na gut, lass uns mal. Ich muss hoch. Schnell, 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 schnell. Oh oh, oh oh. Na komm, oh, die paar Sekunden hättest du doch noch gehabt. Bin ich jetzt erstickt. Du bist gestorben und hast ein paar Gegenstände verloren. Hm, Mist, was denn für Gegenstände? Gucken wir mal in unser Inventar. Also wir haben hier Kupfer. Jetzt habe ich meine Sauerstoffflasche noch. Mal gucken, ob ich was Neues bauen kann. Ressourcen, Elektronik, Kupferdraht, Batterie. Also Standard-Tauchflasche, Feuerlöscher, Leitung und Pumpe. Was könnte ich denn nochmal gebrauchen? Medikit, Schwimmflossen, brauche ich Silikon, Gummi. Und eine Tauchflasche mit hoher Kapazität, da brauche ich Silbererz. Und hier Geräte, wasserdichter Behälter. Seegleiter. Wollen wir eine Batterie machen? Wüsste nicht, wozu sie uns helfen soll im Moment. Also nutzen wir mal die Leiter. So, gucken uns das nochmal an.
So, wo war jetzt die Höhle? Da sieht's nach Höhle aus. Also, wenn die Warnung kommt, Sauerstoff geht zur Neige, dann sollte man das möglichst nicht ignorieren. Was ist das hier an der Wand? Ah, da schwimmt wieder dieses Vieh. Gut. Gehen wir mal hier durch. Was ist das? Ist das noch ein Ei? Kreaturen-Ei. Ah, da brauche ich erst irgendwelche Behälter. So. Also, wirklich hübsch. Sauerstoff. Ja, also brauche ich dann mal die erweiterte Flasche, dann kann ich ja auch in Ruhe. Und wenn ich dann meine Schwimmflossen habe. Sehen. Diese Fische, die hole ich gerade nicht ein. Holen wir nochmal einen Schwups Luft. Gehen wieder runter und jetzt geht's in die Höhle rein. Die ja da hier irgendwo war, ne? Genau. Noch ein Ei. Da liegt das Erz, was mir runtergefallen war. Titan. Okay. Kupfer. Titan. Be advised, a common complication for cave divers is loss of orientation. Ja, das habe ich gemerkt. Hat's ja recht, also ich versuche mal da, wo Licht ist. Kann er nicht schneller schwimmen? Ja, noch nicht. Was war denn das, was hier schwebt? Quarz. Aha, hier schwebt Quarz in der Luft. Auch nicht schlecht. So. Aha, das habe ich vielleicht alles vorhin verloren. So, nochmal Luft holen. Dann geht's nochmal runter. Ja, das ist der aktuelle Zustand von Subnautica. Oh, was ist das? Höhlenschwefel. Ha, ich habe Höhlenschwefel gefunden. Den haben wir doch schon gesucht. Und noch ein bisschen Quarz. Hier noch was. Was ist das? Sieht schön bunt aus. Wow. Kupfer. Na gut. So, also jetzt auftauchen. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwas damit bauen können. Da müssen wir hin. Da. Jetzt rein. Andere Seite. Fabrikator benutzen. So, nochmal gucken. Ausrüstung, Werkzeuge, Ausrüstung. Müssen wir auch. Und Werkzeuge, wir brauchen Silikongummi noch. Silikongummi. Woher kriegt man Silikongummi? Jetzt können wir Kupferdraht machen, aber das brauchen wir erstmal nicht. Glas. Silikongummi. Schlingpflanzen, Samenbündel brauchen wir da. Gucken wir mal, ob wir noch welche finden. Schlingpflanzen, Samenbündel. Das ist bestimmt in irgendeiner... Wo sind denn mal Schlingpflanzen? Wurde auch schon gesehen hier irgendwo. Da hinten schon was Großes.
Das ist ein Wal. Das ist einfach ein schwimmender Felsen. Schwimmender Felsen, aber das sind irgendwelche Quallen dran oder was das ist. Schweber. Ah, da schwebe ich nach oben, oder? Vielleicht komme ich damit schneller nach oben, aber das ist erstmal nichts. So. Also erstmal Luft holen. Ach, deswegen schwebt der Stein. Wenn ich die Schweber alle absammle, fällt der Stein bestimmt nach unten. Raffiniert. Da sind doch Pflanzen. Vielleicht sind da Schlingpflanzen dabei. Obwohl es eher nach Gräsern aussieht. Metallschrott. Wow, rotes Gras. Da sind irgendwelche Pflanzen, die nach oben ragen. Vielleicht, irgendeine Art Wald. Gehen wir mal drauf zu. Okay. Sehr gut. Nordstücke, jetzt sind wir voll. So, jetzt gucken wir erstmal, ob das dort die berühmten Samen sind. Oh, da unten sind interessanter Fisch. Schlingpflanze, und das sind doch Schlingpflanzen-Samen, oder? Ja. Inventar voll. So, jetzt müssen wir mal wieder zurückschwimmen. Erstmal eine Orientierung, deswegen zum Beispiel mal auftauchen. Also wir sind, wenn man eine Linie zum Schiff zieht, nach 6 Uhr vielleicht nach 5 Uhr geschwommen, um zu den Büscheln zu kommen. So, aber jetzt dürfte ich Silikon machen können. Gut, und da steigen wir jetzt mal ein. Ja, gucken wir mal. Gut, müssen wir also erst Silikon herstellen. Grundmaterialien, Titan können wir machen. Silikongummi. Zack. Und nochmal. Zack. Glas, wenn wir es brauchen, mache ich noch welchen. Und wenn wir Titan brauchen, mache ich auch noch welchen. Computerchip. Aha. Kabelsatz, da brauchen wir andere Sachen. So. Ausrüstung, Werkzeuge, Werkzeuge, Reparaturwerkzeug. Also wir können ein Messer machen oder das Reparaturwerkzeug. Oder wir machen uns Schwimmflossen. Wir machen uns Schwimmflossen. Erstmal Schwimmflossen, da kommen wir ein bisschen schneller voran. The fabricator draws from available data to provide environment appropriate equipment using locally available materials. For your safety, this setting cannot be overridden. Okay, das ist ja kein Problem. So, jetzt haben wir hier drüben Schwimmflossen. Vertikale bewegender Kiesmaser unter Wasser in Vorwärtsschub um. 15% schneller. So, und jetzt müssen wir mal hier den ganzen Spaß vielleicht in die Kiste tun. Und dann können wir das nämlich umsortieren. So. Also, Behälter wechseln, ne? Trigger natürlich. So. Det. Kupfererz. So, also wir haben noch ein bisschen Wasser, aber wir brauchen noch andere Rohstoffe. Also, gehen wir wieder raus. In dieser Richtung liegt der Tangwald.
Wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Genau. Den untersuchen wir jetzt noch ein kleines bisschen. Und man sieht schon an meinem Schatten, beziehungsweise, dass ich jetzt Schwimmflossen habe. Ja, natürlich interessant zu wissen, wie man sich einen Taucheranzug herstellt. Ne? Schlingpflanzen, Samen, ein bisschen einsammeln. Noch mehr. Gut. Gut, jetzt haben wir ein paar Schlingpflanzen, Samen. Da unten liegt wieder irgendwas. Ein Frachtcontainer. Da weiß ich aber leider nicht. Wow, was ist das? 30 seconds. Erstmal wieder Luft holen. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. Ja, da brauche ich auch erst ein Werkzeug, glaube ich, dass mich die untersuchen lässt. Was kann ich denn? Ich will ja das Ding nicht, den komischen Fisch hier nicht aufsammeln, sondern ich will einfach nur checken, was es ist. Tja, und die Kiste hier kriege ich gerade nie auf. Okay. Gucken wir mal, ob wir hier zwischen den Silber. Jetzt haben wir Silber gefunden. Mal gucken, dass wir die Oberfläche über uns behalten. Okay, also hoch. Und wieder runter. Also das nächste Mal wäre vielleicht eine Taschenlampe sinnvoll. Guck mich hier nochmal kurz um, ob das wieder Säurepilze sind, ja. Die wir erstmal noch nicht nehmen, weil wir noch nicht wissen, was wir damit machen. Aber jetzt schwimmen wir erstmal zurück. Wir haben jetzt Flossen, da geht das kleines bisschen schneller, 15% schneller. Jetzt müsste man Nachbrenner einschalten, dann sind wir schon noch schneller. Was ist das hier? Achso, einfach nur so eine Röhre. So, betreten wir wieder unsere Heimstadt. Unsere jetzige Heimstadt. Lässt sich ja eventuell erweitern, ne? Was ist da unten? Schmierstoff. Schmierstoff oder Silikongummi? Gucken erstmal, ob wir jetzt noch was Neues bauen können. Medikit brauchen wir, Fasergewebe. Tauchflasche haben wir eigentlich. Ja, das haben wir alles in der Kiste. Dann nehmen wir das Zeug aus der Kiste wieder. Ah, wir sollten mal unser Schlingpflanzenzeug umwandeln. Ne? Lubricant is essential in construction of vehicles. Fahrzeuge und Kraftwerke. Naja, so weit sind wir glaube ich noch nicht. So. Jetzt gucken wir in unser Inventar. Beziehungsweise beide Inventare. So, die eine Schlingpflanze, die legen wir hier rüber. Und wir holen uns lieber noch ein bisschen Titan rüber. Glas und Kupfer. Und den Quarz, den wandeln wir um. So. Jetzt gucken wir mal die Kreatureneier in Behälter. Brauchen wir erstmal nicht. Wasser und Lebensmittel brauchen wir ja in unserer Spielart gerade nicht. Gold. Wir haben sogar Gold. Na, okay. Glas. Jetzt kann man ein bisschen Glas herstellen. Gucken wir mal, was hier noch ist. Kupferdraht oder Batterie? So. Ausrüstung.
Also Tauchflasche, das Hammer, Medikits. Sonst nichts. Und Werkzeuge. Den Scanner will ich gern haben. Da brauchen wir eine Batterie. Da haben wir jetzt eine Batterie. Ah, dafür waren die Säurepilze gut. Okay, jetzt können wir sogar Energiezellen bauen. Aber ich will erstmal... So, Ausrüstwerkzeuge will ich machen. Den Scanner. Ne? Jetzt kann ich dann Tiere scannen beim nächsten Mal. Der Scanner kann dazu verwendet werden, um Baupläne aus geborgener Technik zu erzeugen und fremde biologische Daten aufzuzeichnen. Das ist gut. Und was wir noch machen können, ein Messer, ein Feldmesser. Eine Taschenlampe braucht noch eine Batterie. Vielleicht können wir ja noch eine herstellen. Jawohl. Also auf geht's. Und dann machen wir uns jetzt noch eine Taschenlampe. So, jetzt sind wir auch im Dunkeln gut geschützt. Ne? Ja. Subnautica. Also ich könnte jetzt hier Löschmittel, das ist... Hey, hoppla. Das Vieh. Und hier haben wir unseren Scanner und die Taschenlampe. Ja. Man sieht's, gehen wir mit der Taschenlampe runter. Ja, das ist schon ein ganz anderes Geschäft. Ich hoffe, es wird bald hell. Ich will nämlich jetzt mal was scannen. Wie macht man das? Bleib nochmal still. Irgendeine Taste muss ich gedrückt halten. Ich will es nicht einsammeln. Selbst scannen. Self-scan complete. Gesund, okay. Und wie tue ich Lebensformen untersuchen? Bisschen näher ran. Ring, rechter Trigger, okay. Da müssen sie aber da bleiben. Drücken zum Anschauen, das machen wir noch. Dieser ungewöhnliche Pflanzenfresser, warte. Ich muss erstmal hoch. Sonst geht mir der Sauerstoff aus, während ich das lese. Kann ich nicht an der Oberfläche bleiben? Ich wollte gerne an der Oberfläche bleiben, nicht gleich wieder untertauchen. So. Und jetzt mal lesen, was da rausgekommen ist. Nicht in der Fotogalerie, sondern hier. Ne, hier steht's nicht. Hier. Dieser ungewöhnliche Pflanzenfresser erscheint größtenteils wehrlos und zeigt wenig Ähnlichkeit mit anderen Tieren in seiner Umgebung. So sieht er aus. Semipermeable Blase. Der Blasenfisch kann Luft und Meerwasser durch eine einzigartige Membran, die seine Wirbelsäule wie eine Blase umgibt, in sein Körperinneres filtern. So kann er dabei organische Partikel auffangen und verzehren sowie seinen Auftrieb regulieren. Am Ende offene Gefäßröhren können angewinkelt und zusammengezogen werden, um Wasser auszustoßen und eine geringe gerichtete Beschleunigung zu erreichen. Er ist reichlich unbeirrt gegenüber Gefahren und praktisch unbeweglich bei Nacht. Daher ist sein einziger festgestellter Verteidigungsmechanismus, dass sein Körper fast vollständig aus Wasser, Luft und Knorpel aufgebaut ist. Beurteilung: essbar. Beim Verzehr kann eine Tauchflasche mit dem Sauerstoff aus der Blase gefüllt werden. Aha. Die Membran kann als natürlicher Wasserfilter verwendet werden. Okay, damit können wir Membrane sozusagen erzeugen, wenn wir den aufessen. So, gucken, wie ich jetzt hier drüben... Ja, so. Seegleiter. Mobile Fahrzeugstation, Seegleiter. Das war der erste Untersuchte. Und die Theorien über fremde Eier. Universalschutzanzug, den brauchen wir als nächstes. Du trägst also den US-Anzug, ein hermetisch versiegelter persönliche Schutzkleidung. Achso, das ist das, was ich anhab. Zustand der Aurora, naja, da geht's nicht so gut. So, steht erlittener schwerer Schaden in Umlaufbahn des Planeten. Ursache unbekannt. Okay, wir wissen also nicht, warum wir abgestürzt sind. Aber um mehr darüber herauszufinden, müssen wir wahrscheinlich noch eine Folge spielen. Subnautica. Und bis dahin.
würde ich sagen. Gehen wir jetzt erstmal auf Speichern. Beziehungsweise erstmal in unsere Hütte. Und sehen uns dann das nächste Mal wieder. Wenn wir schauen, was diese Alienwelt noch so für uns bereithält. Also aller Anfang ist schwer, aber ich glaube, jetzt habe ich einige Tricks schon mal raus, wie man hier was macht. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Astronier.